Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Reassembly. Für alle die, die es beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, ich werde das Projekt mit der 30. Folge vorerst einstellen. Das liegt aber nicht am Spiel, sondern weil es bei mir im in der Familie, wie es immer so blöd heißt, einen Trauerfall gab. Wer es genau wissen will, einfach nochmal die letzte Folge angucken. Und ja, Familie geht jetzt erstmal vor, deswegen ich habe keine Ahnung, wann ich das weitermache. Das kommt einfach ein bisschen darauf an, wie es mir geht, wie es meiner Familie geht und so weiter und so fort. Und ja, deswegen bitte nicht böse sein, aber ich denke mal, der eine oder andere kennt es bestimmt von seiner Familie. Da muss man jetzt erstmal durch und das kann auch ein bisschen dauern. Läuft aber Rest vom Kanal relativ, was heißt normal, weiter. Elite bleibt erhalten, der 16 Uhr Slot bleibt erhalten, aber ich brauche einfach quasi jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Und deswegen ist das heute erstmal die vorletzte Folge von Reassembly. Vielleicht kommt ja demnächst auch ein großer Patch und dann macht es auch wieder richtig Sinn, da wieder vorbeizuschauen. Aber ihr wisst, warum ich keine Folgen mehr bringen werde und ja, wollte ich nur mal sagen, nicht, dass ihr enttäuscht seid, warum denn auf einmal keine Folgen mehr kommen. Aber ich bin ja nicht für immer weg vom Fenster. So, ich habe übrigens noch mal ein bisschen nachgelegt. Ich habe noch wesentlich mehr Panzerung dran gebaut, also hier rundherum quasi noch mal eine zweite Schicht. Momentan habe ich ja nicht so wirklich viel Platz, um mir jetzt noch irgendwo da einen Schildgenerator reinzuknallen. Wobei ich auf kurz oder lang nicht drum herum kommen werde. Ich will mal kurz was gucken, wie groß das Feld, das der machen würde. Also wenn ich ihn quasi in die Mitte bauen würde, wäre das schon ganz gut. Aber dafür habe ich sowieso auch nicht mehr genug P. Deswegen lasse ich das erstmal. Und mit der Panzerung komme ich gerade eigentlich ganz gut zurecht. Ich versuche jetzt mal hier diese Station zu knacken. Oder auch nicht. Boah, dauert das lange, ey. Bis es wieder aufgebaut ist. Die Panzerung geht wahrscheinlich ziemlich schnell, aber der ganze Mittelteil. Das sind ja alles Kanonen bei mir. Ja, genau. Die Panzerung geht ziemlich schnell, aber der Rest dauert echt ewig. Ich würde es mir gerne mal von Namen angucken, wenn mich irgendjemand zerballert. Wie schnell das geht. Schieß mal auf mich. Wie viel hält die Panzerung aus? Boah, so einem richtigen Feuerregen hält es da natürlich nicht stand. Boah. Und ich habe gerade gesehen, dass ich hier so einen neuralgischen Punkt habe, den ich schützen muss. Und zwar hier, wo es in den mittleren Teil quasi übergeht. Da muss eine Barriere rein. Und die baue ich jetzt mal. Wird auch wieder aus drei Ecken geformt. So. Ich mache da mal eine Doppelreihe. Je mehr, desto besser. Eigentlich ist der komplette Teil hier vorne für den Arsch. Die Raketen benutze ich momentan eh nicht. Deswegen, warte mal, ich baue das mal ein bisschen kurz um. Den Teil verschiebe ich mal nach vorne. Und hier baue ich jetzt noch zwei Kanister rein. Dann ist das auch ein bisschen safer. Da kommt auch noch mal ein Dreieck zum Schutz hin. Auch da kommt noch mal was hin. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen mehr aushält von vorne. Man muss ja sagen, ich habe hier keine Verbindung mehr. Also hier bräuchte ich am besten noch eine Verbindung. Momentan gibt es nur diese Mittelverbindung. Warte mal, wenn ich hier, kriege ich hier noch ein Trapez reingesteckt.
Tatsächlich. Dann habe ich hier jetzt wenigstens noch eine Verbindung. Ja, passt. Safe. Dann habe ich vorne jetzt mal quasi mal wieder so einen Rambock. Mal gucken, was der aushält. Werde ich jetzt tatsächlich mal kurz testen. Ah, das funktioniert ganz gut. Ich mache es jetzt einfach mal auf die böse Tour. Boah. Naja. Außenhöhle ist trotzdem weggebrochen. Na gut, durch die Schilde komme ich aber nicht durch. Da habe ich keine Chance. Wenn ich nicht selber Schilde habe, und die habe ich nicht. Dann gehe ich mir jetzt aber mal eine neue Station holen. So schnell wie möglich C bekommen. Wobei, ich habe schon wieder 1000. Aber viel kann ich mir damit wahrscheinlich eh nicht kaufen gerade. Ich müsste eigentlich hier noch die ganzen Ziele rechts unten abarbeiten, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, weil das kennen wir ja schon. Und ich will jetzt auch kein Factory Ship bauen. Wobei Factory Ship, vielleicht wäre das gar nicht so doof. Mit vielen kleinen Schiffen vielleicht. Autsch. Ja doch, ich glaube, wäre nicht schlecht. Aber wo kriege ich die Factory in dem Ding noch unter? Also erstmal logischerweise erforschen. Wo kriege ich hier noch eine Factory unter? Das ist so riesig. Müsste irgendwo hier reinsetzen, ne? Boah, den ganzen Teil, wie kriege ich den sinnvollermaßen abgebaut? So. Ich habe hier ein Trapez als Verbindung. Und noch ein Trapez als Verbindung hier. Ach Mist, jetzt hält das wieder nicht mehr. Shit, da muss ich nochmal komplett drum rum bauen. Die schöne Konstruktion komplett für den Arsch. Ja, aber jetzt passt es auch mit den P nicht mehr. Das heißt, ich muss hier Waffen wegnehmen. Und wahrscheinlich auch noch einen neuen Generator dazu bauen. Kann ich mir nicht leisten. Dann halt nur einer. Brauche ich aber trotzdem hier ein Gegengewicht. So, jetzt baue ich irgendwie den ganzen Zeug, das ganze Zeug wieder zu. Machen wir es mal ganz schnörkellos, so eine Brücke. Einmal klonen. Nein! So. Einmal rüber geklont. Und jetzt nochmal bisschen Plating oben drauf. Warum kann ich das nicht hier andocken? Ach so. Geht nicht. Das kommt da. Ne, das fangen wir hier an. Da muss aber da auch noch was hin. Nach hinten weg. Sieht nicht hübsch aus. Sieht überhaupt nicht hübsch aus. Ah. So, hier noch ein paar Eckchen überall hin. Das macht es aber auch nicht gerade besser. Nee, warte mal. Muss ich spiegeln? Nee, Moment. Hä? So. So passt's.
paar Widerhaken noch drauf. Falls wir irgendwo hängen bleiben wollen. Alter! Ich hab doch Alt gedrückt. So, wunderschön. Es wird aber nicht halten, glaube ich. Da noch hier so eine verstärkende Struktur rein. Kriegen wir da so ein ganzes Ding unter? Nee. Müssen wir wieder mit kleinen Dingern arbeiten. Nee, das war falsch. Jetzt fällt mir gerade auf, das kann überhaupt nicht funktionieren, ne? Die Factory muss doch frei sein. Ich will das mal kurz testen. Die Factory muss doch außerhalb, also muss ja einen Weg nach außen finden, sonst kann ich ja gar kein Schiff freisetzen. Wo kriege ich denn jetzt schnell R her? Schneller ist das auch schon mal geflogen. Gib mir R. Was ist denn das Billigste, was ich hier mal schnell bauen kann? Das hier, oder? Für 49. Ja, passt schon. Boah, da brauche ich aber noch Thruster, wenn ich damit irgendwas tun will. Gib mir Geld. So. Und ist es tatsächlich in mir? Scheiße. Fuck. Ich brauche quasi einen Hangar. Wo baue ich denn den unter, ey? Wahrscheinlich am besten hier irgendwie an der Seite. Soll ja auch ein bisschen halbwegs gescheit aussehen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Brauche ich aber hier dann wieder Verbindungsstücke. Ich glaube, das ist nicht verbunden jetzt. Eieiei. Das will gerade nicht so, wie ich will. So. Jetzt will's. Das kommt weg. Das kommt weg. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen. Der ganze Rotz wird weggeschmissen. Hier baue ich noch so ein Verbindungsstückchen hin. Ach komm, ich drück doch Alt. Nee, das funktioniert nicht. Verdammt, das liegt daran, dass es keine Verbindung hat. Da oben, hier sind zwei Schnittstellen und das dürfte nicht sein. Muss ich hier noch eine Verbindung hinzimmern. Verbindung und Verbindung. Das müsste jetzt rein theoretisch funktionieren, aber das sehen wir in der letzten Folge erstmal. Hoffentlich funktioniert es, wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Tschüssi.